Einen schönen guten Morgen. Wir sind hier am Flughafen, es ist 10 Uhr morgens. Heute fahren wir nach Fulda. Wir möchten heute ein kleines Video drehen zu dem Song New Way mit Sarah Lugo und dem Rio, der gerade hier De Janeiro, wie geht's euch? seine Mitfahrgelegenheit checkt nach Hamburg, die morgen eigentlich gehen sollte, weil er am Sonntag nach Japan fliegt. Aber ich glaube, das schafft er eh nicht. Was tue ich da? André. Was tut er da? Ja, was tue ich da? Ich weiß von nichts. Anscheinend weißt du mehr als ich. Nein, Quatsch. Japan. 3,5 Wochen. Wahnsinn. Verrückt. Wahnsinn ist übrigens auch mein neues Lieblingswort, glaube ich. Das stimmt, das höre ich irgendwie 20.000 Mal am Tag. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, wie gesagt, jetzt geht's los nach Fulda zu Sarah Lugo und den Jamram-Jungs. Yeah. Wir freuen uns. Mal schauen, was passiert. Kommt einfach mal mit. Liebe Freunde, ihr seid jetzt gleich Zeugen, wenn André Teppiche fliegen lässt. Er ist sozusagen Magier. Es ist Wahnsinn. Wollt ihr dabei sein? Ihr wollt es. Sehr schön. André, was tust du? Ich lasse jetzt Teppiche fliegen. Nein, wie Teppiche tust du es? Weit fliegen. Weit fliegen? Weit fliegen. Teppich-Weitflug? Das ist der Teppich. Aha, der Teppich. Er ist groß. Sehr groß. Herr Karius, das war ein toller Weitflug. Was sagen wir dazu, zu dieser sportlichen Leistung? Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Also wollen wir ihn nochmal zurückholen und du willst es nochmal probieren? Nein, wir haben eine Mission. Wir müssen Fulda. Lass mich los, seh's nicht mehr so krampfhaft. Weck mich auf, lies mir im Gesicht und steh ruhig auf, wechsel die Richtung. Alles kontrolliert, haben uns im Blick, um nicht rauszufallen. Rein in den Blickpunkt, die Spuren verlassen. Wer hält mich auf jetzt? Es sieht mich aus, wenn du das Fenster auflässt. Hier ist André. So, wo ist Sarah? Wo ist Sarah? Wir suchen jetzt Sarah. Ja. An der Hochschule in Fulda. Einfach mal so. Ich hoffe, ihr findet ja, das wäre schön. Jemanden, der sie auch kennt und zu schätzen weiß. Das wäre doch was. Und dann viel Spaß noch auf der Tour. Danke. Tschüss, Rocco. Ich bin hier in Fulda nur für ein Studium. Na, außer das Studium, ich bin in Frankfurt wieder. In Frankfurt? Ja, ich wohne in Frankfurt. Ich kenne überhaupt gar nichts hier in Fulda, okay, außer Hochschule. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben schon einen Tipp. Es gibt einen Museumsclub in Fulda. Ja? Aha. Vielleicht ist das unser Anhaltspunkt. Jesuitenplatz 2. Finden wir das? Jesuitenplatz 2 zum Museumsclub. 2,1 Kilometer. Da fahren wir jetzt mal hin und schauen, ob da vielleicht Sarah ist. Oh. Kennen Sie Sarah zufällig? Wir suchen. Kennen Sie eine Sarah? Wir suchen eine Band namens Jamaram, die heute irgendwo in Fulda spielen wird. Schöne Musik, sollten Sie sich mal zu Gemüte führen. Also ich kenne eine andere Sarah. Aber bitte Grüße an Sarah, die Sie kennen. Ja, okay, wir grüßen dann unsere von Ihnen. Okay, ja? Klar. Wunderbar. Tschüss. Ja. Kannst du uns helfen? Wir suchen Jamaram und Sarah, die heute Abend hier spielen. Irgendwo in Fulda. Du Musikbanause. Keine Ahnung. Sarah hat gerade angerufen. Rufen wir zurück und fragen, wo sie ist. Machen wir es uns leicht. No way. Ich folge deiner neuen Spur. Was willst du? Eis. So, André hat seine Befriedigung gefunden. Es ist Eis, Vanilleeis. Es schmeckt. Guten Appetit, André. Monsters of Liedermachen. Grüße nach Hamburg. Juhu. Ja. Jamaram. Da ist es. Für alle Freunde aus Fulda. Das ist Jamaram. Kulturkeller um 20.30 Uhr. Da steht es. Wo könnte es sein? Kulturkeller. Da müssen wir jemanden fragen, der erzählt. Ist es hier? Dann muss sie hier sein. Wird da schon ausgepackt? Freunde, hier ist das Plakat.
Kulturkeller, total fett. Nichts da. Da ist Sarah. Wahnsinn. Hallo Fulda, schön heute hier zu sein. Seid ihr live dabei? Gib mir ein Ja. Gib mir ein Ja. Dann ist ja alles klar. André und ich sind hierher gekommen. Mit Jammeram machen wir den Freestyle-Song. Dass es so ist, muss sein. Der Moment muss dich jetzt befreien. Das ist nicht hier der Zwang wie in der Tanzschule. Die Hände hoch, wo sind die Tanzschuhe? Könnt ihr sie hochheben? Lass das Leben hochleben. Yeah. Zweite, wenn ihr bereit seid, ich freu mich über Geschrei, seid ihr dabei? Dann gibt mir doch mal richtig nah. Das ist ein Koma, wir sind nicht im Koma. Wir haben die Raps dabei, das ist so wunderschön. Denn diese Welt ist auch nicht so fiesig. Aber ihr ganzen Leute, ihr seid friedlich. Wenn ihr das seid, dann gebt ihr Anto. Wir sprechen eine Sprache wie Esperanto. Was ist hier los bei euch? Da geht noch ein kleines Geräusch. Also heute war ein super toller Tag. Ich war in erster Linie geflasht und überglücklich, dass ihr gekommen seid. Ich bin sehr gespannt, was damit passiert mit dem Material, das wir heute aufgenommen haben, als wir durch die Straßen von Fulda geschlendert sind. Ja, ich freue mich tierisch drauf. Es war great, mit euch hier bei Jammeram abzufeiern und zu tanzen. Und ja, wann gibt's die nächste Session?